Hehehe, herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2 mit mir, dem Punkt mal wieder. Hab ich ja gesagt in der letzten Folge, wenn es wieder so heißt. Naja, das war jetzt ein bisschen unsinnig, aber egal. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt ja Said geholfen. Ach ja, wir haben hier gleich nebenan noch die Mission mit dem Feuergänger. Dafür brauchen wir noch nicht mal ein bestimmtes Level oder so, da können wir nur ein paar Rohstoffe und sowas abgreifen. Oh Gott, ob unser Treibstoff wirklich noch zu viel zurückreicht? Noch 218? Das wird ziemlich knapp. Siona, Feuergänger MSV Rosalie. Ich habe eine Anomalie geortet. Oh, Siona. Ja gut, ich kann ja mal eigentlich wieder so ein bisschen vorlesen für die questrelevanten Planeten, was im Codex drin steht. Siona verfügt über eine dünne Atmosphäre und aus Schwefeldioxid, da fängt es wieder an mit diesen Fachbegriffen und den Chemikalien und Oxiden, Trioxiden, was weiß ich, und Trioxid entstanden durch vulkanische Gasausstoß. Mann, es gibt Spuren von Wasserdampf in der Atmosphäre, aber die Anzahl der Partikel ist in den letzten 500 Jahren um 4% zurückgegangen. Oh mein Gott, das bedeutet Weltuntergang. Für raumfahrende Spezies ist Siona nicht bewohnbar, aber es gibt Unmengen von Bakterien, die sich von Schwefel ernähren und in den zahlreichen vulkanischen Ausbruchskanälen des Planeten prächtig gedeihen. Interessanterweise haben sie genetische Ähnlichkeit mit Urbakterien auf Ilium. Es muss entweder eine Verbreitung durch Panspermie über Asteroiden stattgefunden haben oder die versehentliche Kontaminierung der ursprünglichen Umwelt durch unvorsichtige Raumfahrer. Höchstwahrscheinlich. Oh, das nehmen wir mal mit. Ping. Wo ist die Anomalie? Die Anomalie. Da. Gefunden. Konnte sich nicht verstecken. Bäm. Die Scanner haben etwas gefunden. Anomalie geordnet. Scans haben das Erkundungsfahrzeug Hammer sowie aktive Datenspeicher geordnet, die möglicherweise Informationen über den Verbleib von Dr. Kais und Dr. Oloi einhalten. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Der Feuergänger ist auch ein DLC. Ich werde auch jedes DLC in diesem Let's Play irgendwie so ein bisschen betiteln. Das letzte werde ich auch noch mal betiteln mit Said. Das war ja auch mehr oder weniger, den kriegt man ja auch nur, wenn man das Saros-Netzwerk hatte. Und hier, das ist genau dasselbe. Es ist auch ein DLC, was man kriegt, sobald man Service-Netzwerk aktiviert hatte. Ja, nehmen wir den gelben oder den roten Said. Ich würde den gelben tendieren. Der ist cool. Garrus werden wir bestimmt nicht mehr mitnehmen. Stattdessen aber Miranda. Weil Miranda ist Biotic top. Disruptor-Munition, Brandmunition. Ich will auf jeden Fall mindestens von jeder Munition einmal die Art haben, weil ich ziemlich oft auch zwischen den Munitionstypen wechseln werde. Überlastung und Warp. Beides, was ich eigentlich recht gerne benutze. Warp bevorzuge ich gerade aber erstmal. Und Said hat kann nichts freischalten. Er hat seine Inferno-Granaten und Gutes. So, ich würde gerne das Gewehr wechseln. Ich kann natürlich auch erstmal hier das Avenger-Gewehr, hatte ich ja, glaube ich, am Anfang mal gezeigt. Ich zeige jetzt auch mal so ein bisschen das Collector-Sturmgewehr. Oh, ups. Ich dachte, ich wäre bei der Schrotflinte schon drin. Dann kann ich mal die Geht-Schrotflinte zeigen. Ja, ich sage lieber Geht anstatt Guess. Dann zeige ich mal das Präzisionsgewehr. Die Predator habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Ja. So, im Bogenprojekt habt ihr ausführlich gesehen. Firestorm habt ihr ein bisschen gesehen. Dann mache ich nochmal den Singularitätsprojektor ein bisschen. Und dann kann ich sagen, starten wir die Mission. Ich glaube, viel Gekämpfe passiert hier nicht in dieser Mission. Wir müssen nur ein paar Daten mit dem Ding sammeln und ein, zwei Einrichtungen reingehen. Aber ich glaube nicht, dass da viele Kämpfe waren. Bam! Yeah, Lava-Explosionen! Nice. Oh, was ist das denn? Eine große Kiste. Oh, ich mag Kisten. Was ist in der Kiste drin? Vielleicht die Kiste. Yes. Na, gucken wir mal, was in diesem riesen schönen großen Geschenk drin ist. Oh, ich mag Geschenke. Ja. So. Das Runde. Mit dem Krähenfuß hier. Kondensator damit. Und das runde Ding damit. Ha, geschafft. Öffne dich, Tür. Zeig gleich, was dahinter versteckt ist. Bam. Punk, Punk, Punk. Das ist aber nicht der Marco. Es kann anscheinend fliegen, weil es keine Räder hat. Oh. Said hat wirklich eine schöne Gasmaske.
kein bisschen dämlich aus oder so. Yeah. Geht das denn nochmal? Ah, da springe ich. Mit Leertaste kann ich mich beschleunigen. Ja, da war was. Yeah. Und mit der rechten Maustaste scanne ich. Raketen schießen kann ich auch. Ja, im Fahrzeug herrscht Rauchverbot, das wusste ich natürlich. Wir sind ja auch nicht auf einer Vulkanwelt oder sowas. Hier ist überhaupt kein viel Schwefelrauch und sowas. Aber sowas von Miranda von mir aus. 1200 Credits, wow. Bams. Durchfliegen. Kann ich da rüber? Oh yeah, bin ich gut. Ja, ne, da unten geht's noch gar nicht weiter, da sind wir hergekommen. Da hoch kann ich nicht. Okay. Im Prinzip ist das wirklich so ein bisschen abgeänderte Marco-Mission, was man auch schon wieder ein bisschen als langweilig betiteln kann. Schlagt mich jetzt, wenn ihr das Gegenteil behauptet, aber irgendwie ist das jetzt so, ne? Man muss hier ein bisschen rumgucken, man muss ein paar Sachen einsammeln. Ist jetzt nicht wirklich so das Spannende vom Gelben vom Ei. Abgesehen davon, dass das Gelbe vom Ei sowieso nicht spannend ist, aber hey, ja sein. Ah. Oh Gott, war das knapp. Oh mein Gott. Wäre er aus diesem Ring rausgeflogen, ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss, dann wäre der gesamte Planet explodiert. Ich will es mal ein bisschen dramatisch darstellen. Springen! Oh Gott, war das knapp. Das hätte er vielleicht nicht geschafft, wenn er eine Sekunde später den Sprung aktiviert hätte. Oh mein Gott, das ist ja wirklich... Boah, dieser Fahrer hinter dem Hammerhead hier, das ist ja wirklich der Unglaubliche vom Unglaublichen. Und moderieren liegt mir auch nicht so wirklich. Sollte aber aufgefallen sein. Nein! Und da fällt er runter. Und boah, wow, ist das spannend. Wird er diesen Sprung schaffen? Ich glaube nicht. Und... springen! Verdammt! Geht doch. Ich finde die Mission auch so ein bisschen nervig. Es gibt aber noch eine, die ein bisschen mehr nervt. Von einer anderen Planeten. Also das ist jetzt so, wenn wir diese Hauptmission abgeschlossen haben, gefunden haben, dann kommen wir auf Planeten, wo wir auch nochmal Rohstoffe suchen können. Fliege, verdammt! Ja! So. Und die sind dezent etwas nerviger. Das sind, glaube ich, so 2-3 Stück. Das sind wirklich auch nur so ein bisschen da, um die Spielzeit von Mass Effect 2 zu strecken. Puh, spring! Yay! Okay, da unten ist nichts mehr. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Die werden ja sonst so rumleuchten wie sonst was, ne? Aber passt schon, wenn nicht, dann haben wir halt ein Ding mit 900 Credits verpasst. Auch nicht so schlimm. Achso, hier geht's gar nicht weiter, ich dachte. Ja, das war's sowas von. Ja, wir haben alles gescannt. Dann können wir zurück zur Normandie. Möchten Sie zur Normandie zurückkehren? Aber sowas von. Sämtliche Forschung erhalten. Wasch. Ja, weiß ich, jetzt kann er so aufs Ohren lange und so durchstarten, aber wenn ich hier spiele, ne, dann ist das immer so ein leichtes Schweben. Ne? Wrack des Frachters MSV Rosalie gefunden, Forschungsdaten beschafft. Paar Erfahrungen, bisschen Geld, bisschen Ruhe, ein bisschen, ne, so ein bisschen Patte, so, ne, ist doch geil, paar Motten. Ey, das ist jetzt der Hammerhead, wir haben ein neues Missionsladebildschirm-Teil. Guck mal, wie hoch das fliegen kann. Und in der Mission nur so wenig. Das ist so unfair, so unfair. Unausgeglichene Gerechtigkeit. So, haben wir vielleicht eine Missionsnachricht gekriegt? Oh ja. Hallo von den Reds. Von Finch. Finch, kommt mir so bekannt vor. Ich hatte Familie auf einer überfallenen Kolonie, habe meine Kontakte zu den Reds genutzt, um einige sagten, sie könnten dir diese Nachricht zukommen lassen. Du hast sicher keine Verwendung für mich. Du hast zu viel Zeit von den verdammten Aliens verbracht. Und so viel und so getan, als hätte es deine Zeit bei den Gangs auf der Erde nie gegeben. Oh, ja, hat's nie. Ich war nie in einer Gang. Ich weiß, dass du nicht so zufrieden warst, als wir uns vor ein paar Jahren auf der Citadel getroffen haben.
Aber es freut mich, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Hoffentlich findest du die Leute, die meine Familie auf Freedom's Progress verschleppt haben und trittst ihnen in den schuppigen Arsch. Es freut mich, dass es einen Menschen diese Mistkerle zur Strecke bringt und dass du das sein wirst. Mach den Reds allen Ehre. Ich kämpfe aber nicht für eine Gang. Außer für die Saints von Saints Row. Absolut geiles Spiel, muss ich ja sagen. Prototyp wiederbeschafft vom Projekt Feuergänger. Dass sie den Hammerhead unversehrt wiederbeschaffen konnten, war gute Arbeit, Commander. Er wird uns noch sehr nützlich sein. Außerdem erhalten die Daten des Notfallsenders der MSV Rosalie wichtige Informationen über einige der von Dr. Kayes und Dr. O'Loy untersuchten Planeten. Edie hat die Position in ihrer Galaxiekarte übertragen. Wir hoffen, dass einer davon sie zu der proteanischen Fundstätte führt. Trotz seiner offensichtlich Instabilität ist Dr. Kayes unbestrittenen und brillanten und entschlossener Wissenschaftler. Wenn sie weitere Logs oder Aufzeichnungen von ihm finden, würde uns das sehr helfen. Wir wissen immer noch nicht, wie die geht, Dr. Kayes auf der Spur bleiben, also seien sie vorsichtig. Aber gerne doch. Wie geht's der Crew? Etwas, das ich wissen soll? Nichts, okay. Wehe, du sagst gleich, es sind ungelesene Nachrichten auf meinem Terminal, dann... Weißt du Bescheid. Gucken wir nochmal schnell, was hier so die Crew zu sagen hat. Vielleicht gibt es wieder eine neue Gesprächsoption. Ist ja mal wieder eine Mission gewesen mit Joker und so. Wie läuft's im Cockpit? Gehe ich recht in der Annahme? Psst. Joker? Ich merke, wenn es zuhört. Ich höre immer zu, Mr. Moreau. Ich weiß. 1984 war keine Anleitung. Gehe ich recht in der Annahme? Im Moment schon. Bis dann, Commander. Ja, wie nennt man jetzt? Es hört immer zu. Ich weiß gar nicht, ob das eine direkte Anspielung darauf war. Falls die Leute, die es nicht wissen, 1984 ist von einem Autor, dessen Namen ich vergessen habe, ein Roman. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Der schreibt, wie in wenigen Jahren, komplette... Zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche nicht gerne aufgebunden. Ja. Wie es ist, oder wie es sich entwickelt... Wenn ein Überwachungsstaat sich entwickelt. Ah, ich wusste, dass sie es sagt. Kompletter Überwachungsstaat. Man wird alles überwacht. Nichts bleibt unprotokolliert, was man tut. Nicht schön. Gar nicht schön. Auch wenn jetzt hier wieder Leute sagen, ja, es interessiert mich nicht, ob die das alles kontrollieren und so weiter, weil ich habe nichts zu verbergen. Ja, schön. Aber normalerweise hat man immer diesen Druck hinter sich. Haben Sie mal eine Minute? Ja, ich habe wichtige Kalibrierung zu tun. Diesen Druck hinter sich, etwas Falsches zu tun oder zu sagen. Und man weiß ja auch nie, ob der Überwachungsstaat oder der Wacher Sarkasmus und so weiter versteht. Da gab es ja ein ganz cooles Video. Was kann ich für Sie tun? Vielleicht verlinke ich das sogar nochmal. Es gibt viel der eigentlich Überwachungsstaat genauestens erklärt. Und ich glaube, da würde jedem auch eiskalt den Rücken runterlaufen. Also ich würde es nicht bevorzugen. Zu wissen, dass ich bei jedem Schritt, bei jeder Tätigkeit, die ich tue, beobachtet zu werden. Und der einzige Grund, warum das momentan ja noch nicht so ist, wir nähern uns ja mal mehr drauf, okay, die haben nicht zu reden, ist ja wirklich so, dass die Technik noch nicht da ist. Ansonsten kann man sicher sein, dass man auf Schritt und Tritt verfolgt werden würde. Wegen Terrorismus oder sonstiges. Allerdings finde ich das ein viel größerer Terrorismus. Wollen Sie noch eine Lektion? Was weiß ich von den Taliban oder ein so. Ein Kumpel und ich wurden angeheuert, einen Typen auszuschalten. Matthias, glaube ich. Puh, keine Ahnung mehr. Aber es war eine Falle. Wir wurden von einem Killerkommando angegriffen. Nein. Zwei Batallaner, ein Korganer, ein Hanar. Die verdammte Qualle hätte mich fast erwürgt. Ich habe wochenlang eine Halskrause getragen. Seitdem habe ich keinen Hanar mehr unterschätzt. Ja, was sollen Hanar auch sonst großartig tun? Die haben biotische Fähigkeiten und können mit ihren Tentakeln... Ja, lassen wir das. Waren Sie schon mal in einem batallianischen Gefängnis? Wenn Sie einem nicht genug vertrauen, um einen als Sklaven zu verkaufen, kommt man dahin. Da drin hat man nur zwei Optionen. Den Kopf gegen die Wand rammen oder jeden zwischen sich und dem Ausgang töten. Ich sollte Sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später, Herr Shepard. Also der Typ hat echt verdammt viel schon mitgemacht. Da muss man schon sagen, so, boah, mit dem würde ich mich nicht anlegen wollen, ne, boah. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Zum Überwachungsstaat und so weiter. Guckt euch das Video mal an.
Ich glaube, ich schreibe es mal in die Kanalinfo und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr das gerne haben wollt oder nicht und was das genau ist, um genau mal zu erfahren und so weiter. Ne? Bis dahin, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, euer Punkt. Tschüss.